So, falls ihr euch wundert, dass ich jedes Mal springe, wenn die Aufnahme startet, ich habe meine Aufnahmetaste auf derselben Taste wie die Sprungtaste. Deswegen ist das leider so. Aber das ist hier nicht schlimm. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall angegriffen. Das weiß ich sogar, glaube ich, noch. Wow! Nein, doch nicht wegstecken, du dumme Kugel. Rumspringen und ein bisschen besser zielen. Naja, hat ja funktioniert. So, Orientierung. Ah ja, okay. Aha, okay. Gehen wir erst einmal hier lang. Gestrüpp. Hier kommen wir auch auf zu diesem Wasserloch. Ja, nur von der anderen Seite. Okay. Und wo geht es hier lang? Ein langer, dunkler Gang. Ah. Wollt ihr noch mehr? Ey. Okay. Da kommen wir auch auf diesen Platz in der Mitte, nehme ich an. Oh, da haben wir etwas. Komm schon, leck mich doch am Arsch. Der leckt mich wirklich, der blöde Hund. Springt er mich voll an? Die Sau. Und? Na, ich hab's doch hier gesehen. So, noch einen Schritt nach vorne. Hinter den Büschen. Auch wieder auf die Mitte, wenn ich das richtig sehe. Und hier haben wir eine Tür und ein Schlüsselloch. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Hier irgendwas Interessantes? Nein. Oh, da fällt mir ein, ich sollte unbedingt mal so zwischendurch auch speichern. Denn das macht dieses Spiel hier nicht automatisch. Und wenn man es so vergisst, sagen wir 2 Stunden lang, und dann das Spiel abstürzt, wie es ja so gelegentlich vorkommt, dann darf man diese 2 Stunden schlicht wiederholen. Ich glaube, da oben kommen wir wieder zum Anfang von dem ganzen Geschehen. Yep. Tja, das war ja eine erfolgreiche Rundtour. So, und da kennen wir alles. Wir waren nicht. Wow! Ey! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein! Komm schon! Okay. Ja, leider, leider, leider. Verkackt. Verkackt vom Feinsten. Dass wir gerade gespeichert haben, nicht wahr? So, da sind wir also wieder. Ich hätte auch natürlich schnell Medipack schlucken können. Da hapert es noch ein bisschen mit der
Reaktionsgeschwindigkeit. So, was ich jetzt aber machen werde, ist, was ich gerade schon versucht habe. Erstmal kann ich ruhig ein Medipack schlucken, glaube ich. Das ist nicht verkehrt. 5 Stück haben wir. So, ich stelle mich hier hin, drücke die Springtaste, ich halte mich fest und ich gehe nach oben. So, und dann kann der Bär mich mal kreuzweise. Hallo. Kannst ruhig wiederkommen. Ich tue dir nichts mehr. Na gut, dann sammeln wir eben erst das Ding hier auf. Ist hier noch mehr? Hier nix. Runter. Und töten diesen Bären. Ja, ist das etwa ein Schalter? So, so. Dann schauen wir mal, was dieser tut. Er macht natürlich die Tür direkt daneben auf. Wer hätte das gedacht? Aha. Aha. Okay. Verstehe. So, und jetzt? Mit Anlauf oder ohne? Ich probier's mal ohne. Uah, hat gereicht. Okay, das heißt drauf, laufen, springen. So wird das gemacht. Und was haben wir hier? Ist das eine Falle oder ist das einfach der Weg nach draußen? Ziehen wir noch einfach mal auf diesen hell erleuchteten Punkt. Okay. Nein, du dusselige Kuh. Oder ist das einfach, damit man es nochmal probieren kann, wenn man gerade verkackt hat? Oh ja, ich glaube doch genau dafür ist es, weil jetzt könnte ich nochmal hier, zack, dann würde ich nochmal hier drauf kommen. Das ist natürlich sehr nett von euch, aber ich habe es ja so geschafft. Jetzt komme ich einfach wieder nach draußen oder rerut? Nein, da ist irgendwas. Sieht. Hallo. Mehr? Hängt da oben noch eine? Hängt da oben noch zwei? Na ja, ignorieren wir das erstmal. Jetzt hier um. Das ist doch was. Ist das nix? Das ist was. Ein kleines Püppchen. Und ein Schlüssel mit einem Totenkopf darauf. Wir haben ja auch sogar ein Schlüsselloch gefunden. Nee. Hä? Und jetzt? Komm ich wieder raus? Hier auf dem. Das geht ja nicht. Also ich kann natürlich Klotz da vorne hinschieben. Oder geht das auch anders? Kommt hier vielleicht. Hoch. Achso, warte, ich kann den Klotz natürlich geradeaus durchschieben, dann komme ich hier hoch. Das hört sich interessanter an, das werde ich tun. So, das dauert jetzt natürlich Stunden.
da fällt mir ein. Ich speichere auch mal schnell wieder. So, erledigt. Wie nahtlos dieser Stein aber auch hier reinpasst. Jetzt hast du es aber bald geschafft. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Was haben wir hier? Mehr? Ja, da war noch mehr. Aber jetzt ist da nichts mehr. Das ist natürlich sehr gut versteckt hier. Jetzt fast nicht gesehen. Da hätten mich die Entwickler hier fast gekriegt. Aber mit meinem scharfen Auge habe ich es dann doch noch entdeckt. So, und jetzt springe ich runter. So. Und jetzt habe ich ja diesen Schlüssel. Das heißt, kurz orientieren. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das ist. Ja, ich weiß es nicht mehr. Zack, hier. Und dann. Dann hier. Wetten, das war. Nee, das war falsch. Oder? Ach nee, das war direkt. Ich hatte den direkt ziemlich schnell gefunden. Dann war es hier vorne. So, hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube. Nope. Da war es nicht. App. 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 Hä? Okay, jetzt habe ich wirklich, habe ich gar keine Ahnung mehr, wo das war. Tja, ich werde ja einfach mal im Kreis laufen, bis ich es gefunden habe, nicht wahr? Was nicht. Hier? Könnte es gewesen sein. Ah, ja. Ja, wir benutzen den Silberschlüssel. Geschafft. Ja, lass mich doch in Ruhe. Bist du tot? Okay. Gucken wir noch ein bisschen das Gestrüpp. So. Wenn ich irgendwelche Secrets verpassen. Wobei die sind manchmal echt mies zu finden. Okay, pass auf, ich mache hier erstmal wieder eine kleine Pause. Ich muss nämlich sowieso auf Klo. Also wir sehen uns gleich oder irgendwann anders. Bis dann. So, weiter geht's mit einem Sprung. Und ich habe mir jetzt einen warmen Kakao geholt und werde
damit die nächste Folge für mich noch angenehmer gestalten. So, wir haben drei Türen. Ich würde sagen, wir gehen durch die mittlere. Ah, das geht leider nicht. Wir kommen nur halb durch. Dann gehen wir eben durch die rechte. Ach, das geht auch nicht. Obwohl es so aussieht, das könnte man da durch. Dann gehen wir eben durch die linke Tür. Das wäre sowieso meine dritte Wahl gewesen. Es erwartet ein Korridor. Und ein Wasserbecken. So, das erste Mal, dass ich jetzt wirklich schwimmen muss. Oder vielleicht auch nicht. Wir gucken erst einmal, was hier oben uns erwartet. Und das sieht doch erstmal interessant aus. Kann auch sein, dass das Schwimmbecken da erstmal nur so eine Sicherheit ist, falls wir abstürzen. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Schauen wir, ob wir diese Leistung beibehalten können. Jawohl, das können wir. Und gibt es sonst noch irgendwas, wo wir hin können? Oh, nö, sieht eigentlich nicht so aus. Probieren wir es erstmal hier die Treppen hoch. Ah ja. Huch. Erstmal gegen die Decke springen. Ja, und da werden wir natürlich schon direkt angegriffen. Aber mit meinen coolen Moves habe ich das sofort erledigt. Wohin wird uns diese Treppe wohl führen? Zu einem Schalter und einem Medipack. Über das man natürlich wieder genau drüber stehen muss, um in der Lage zu sein, dieses aufzuheben. So, und ein Schalter. Und jetzt drücken wir erstmal einen Schluck. Aha, das ist dann die rechte Tür oder was? Das ist ein Schluck. Ja, ist gut geworden. Ja, wo sind wir jetzt? Mhm. So, das sieht nach Munition aus. Und haben wir noch mehr? Oh, weiß ich nicht. Aha, mhm. So, so. Hochinteressant. Ein Medipack. Okay, und dann sind wir wieder hier oben. Und jetzt direkt vor der Tür stehen. Naja, sozusagen. Ich meine natürlich hier direkt vor der Tür stehen. Okay. So, dasselbe Spielchen nochmal, oder was? So, und jetzt... Jetzt haben wir hier erstmal so eine komische Druckplatte. Dann mache ich das einfach so. Nein! Oh, das war jetzt natürlich grandios. Okay, komme ich da mit einem... Jawohl. Dann ist hier alles gut. Kommen wir auch hin. Und das sollte jetzt auch kein Problem sein. Zack. Schon sind wir da. Liegt irgendwas Besonderes? No. Komme ich mit einem Anlaufsprung direkt darüber? Hm. Ich versuche es einfach nicht, sondern ich versuche es hier. So, oh, brauche ich mich nicht mal festhalten und hier komme ich auch so hin. Hier. Rot so oder rot? Ah,
Hier. Reden wir erst mit die Fledermaus, trinken einen Schluck Kakao. Schön warm. Und laufen durch diese Tür hier. Denn wir sind eine Etage. Puff. Und laufen erstmal gegen die Wand. Warum ist denn hier so eine dunkle Nische, wenn da nichts drin liegt? Ah ja, da habt ihr es geschafft. Und lass mich raten, hiermit betätigen wir jetzt die mittlere Tür. Ha! Ich bin so ein Genie. Und... Yep. Ich glaube, ich am liebsten hier runtergehen. Oh, sieht nicht schlecht aus. Dann so. Ich glaube, hier können wir einfach so runter, aber ich will auf Nummer sicher gehen und gehe hier auch so runter. Und was? Ja, und jetzt haben wir den Salat. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das muss ich mir echt angewöhnen. Cool, oder? Leute, ich würde sagen, das müsst ihr jetzt nicht nochmal sehen, da war ja nichts Interessantes. Ich mache die Aufnahme weiter, wenn ich wieder die mittlere Tür aufhabe. Bis gleich. Oh, so, es hat nur eine gefühlte halbe Stunde gedauert, bis ich das jetzt nochmal geschafft habe. Bin zwischendurch nochmal gestorben. Der Kakao schmeckt aber immer noch. Und, naja, jetzt habe ich es aber jedenfalls geschafft. Ich habe auch nochmal gespeichert jetzt kurz vorher. Jetzt gucken wir mal, wie wir an diesen scheiß Beilen hier vorbeikommen. Okay, wenn ich das richtig sehe, kann man da im Schatten eigentlich schön erkennen, wo es ist. Und da haben wir uns erwischen lassen. Gucken, ob das beim nächsten besser geht. Ja. Und noch einmal. Funktioniert. So, da haben wir einen Schalter. Oh. Okay. Das übersieht doch so. Oh, hallo Bär. Na, alles fit? Ach. Gehe ich denn am besten mit dem um? Lass mich in Ruhe, du Scheißbär. Versuchen wir einfach mal erstmal hier reinzuschwimmen. Gucken, was es hier so gibt. Vielleicht können wir dem Ganzen hier irgendwie entgehen. Na bitte. Nein. Na, auftauchen, auftauchen! Schauen wir mal, ob der hier auch kommt. Ich nehme mal ruhig ein kleines Medipack. Wie viel groß haben wir? 4. Von allem reicht nicht da. So, weiter geht's. Oh ja. Ich denke doch wohl, dass ich jetzt über dem bin. Bär? Bärbel? Hubschrauber? Ich bin begeistert. Aber der Bär
ich verdrückt. Ach, da ist er. Ja, der versucht. Komm schon, Kamera, spiel mit. Ja. Was bist denn jetzt so, Bär? Komm schon, ich will dich doch nur töten. Dann eben nicht. Dann gucken wir erstmal, was dieser Schalter hier bewirkt. Der lässt den Bär hier hoch. Das wäre natürlich gar nicht so witzig. Naja, das ist auf jeden Fall die Tür, die unten in der Kammer ist. Also ich werde da jetzt schon... Aua! Irgendwie runter müssen. Und dann? Sprinten oder was? Komm schon, Bär. Hier ein bisschen... Ja. Ha! Bitte stirb nicht. Hervorragend gemacht, Lara. Da fällt mir ein Auftrag wieder speichern. Ich habe ja was geschafft. So und so und so. Erstmal einen Schluck Kakao. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Aber was ist denn hier? Ist da gar nichts. Hä? Liegt natürlich auch dieser blöde Bär hier ein bisschen im Weg. Ah! Aber ich habe keinen Schlüssel. Ach nee, Moment. Sieht aber auch nicht nur ein Schlüssel aus, sondern... Na, komm schon, ich habe doch diesen komischen... Genau den. Gold Idol. Aha! So ist das also. Huh! Und da haben wir es geschafft. So, gut. Ja, ich muss die Videos sowieso, die schneide ich irgendwie anders zusammen. Das schaue ich mal. Deswegen hier erstmal kurze Unterbrechung. Bis gleich. Ja.